Mit ihres schweren Alzheimer ist Zwielicht eine tausendjährige Verschwörung auf den Grund gekommen. Zwielicht! Nur weil keiner von den Kackspaten da draußen checkt, was bald hier abgehen wird, ist das kein Grund, eine Pause zu machen. Feuchtdarmstute, finsteres Monster aus alten Ammenmärchen soll wieder auferstehen, um das Land zu erobern und für immer zu verdunkeln. Huren und Zuhälter, ich, Feuchtraumstute, bin von meiner Verbannung auf den Mond wiedergekehrt. Ich werde den Thron an mich reißen und diese fette Schlampe Celestia zu meiner Mätresse machen. Unter meiner Herrschaft wird es ewige Dunkelheit regieren und bergeweise ungewollten Analsex. Denn ich bin Feuchtraumstute. Doch niemand will Zwielichtfunkel Glauben schenken. Also wird sie von Prinzessin Celestia fortgeschickt in das kleine Dorf Pferdhain, um die kommende Sonnenwendenfeier zu überwachen. Zu Zwielichts großem Verdruss. Meine treue, fettfaltige Dreckstampe von Milchkuh. Die gewaltige Anzahl von Ficks, die ich auf die gebe, ist grenzenlos. Warum biegst du nicht deinen Wahlarsch nach Pferdhain für Freundschaft? Lektion, du verseuchte Kuhäuter saufende Fettsau. Also lass ich mich in Frieden, während ich mein willenloses Fickschnitzel von Opfer durchpöbel. Oder ich komm rüber und spritze meinen dicken Schwanz voll, bis du platzt. In Liebe, Hashtag nicht, Celestia. Wie kann sie nur? Wie kann sie diese Bedrohung ignorieren? Pferdland ist dabei, Vergenusswurzel zu werden. Von dem Pony-Äquivalent zu Cthulhu. Aber nein, sie bubst lieber die Prostatas aus den Nasen aller Waisenkinder. Ich bin ja die Einzige, die noch bei klarem Verstand ist. Hörst du mich? Ich bin nicht verrückt! Runter von meinem Rasen! Steht an ihrer Seite war Nietzsche, der kleine lila-grüne Herrendrache mit dem Monokel und dem fabelhaften Schnurrbart als Zwielicht persönlich Assistent und Sklave. Die Elemente der Harmonie sind nur eine veraltete Legende. Genau wie das von Feuchttraumstute. Aber wenn sie dieses Thema so mitnimmt, empfehle ich ein geselliges Treffen mit der Prinzessin zu einer exquisiten Tasse Tee. Und so wurde Zwielicht nach Pferdhain geschickt, wo sie allerhand skurrile Freunde fand. Da waren rosa Kuchen, ein pinkes Erdpony. Verrückt, rosa Bäcker, Kinderschänder, Leichenflatter, waren nur ein paar der Worte, die rosa Kuchen beschreiben. Zwieler, wie ist das? Jekas und Emil. Mein Geburtsvater sind Juden. Apfel, Jacqueline, Hinterwälder Erdpony mit dem Hang zu Inzest. Alle drei mit den Fehler heute Abend. So, wenn du dich jetzt entschuldigen würdest, wir haben heute Abend noch Familientreffen. Ich will dich im Postkopf noch dafür bereit machen, den ganzen Familienstammbaum ordentlich durchzuschütteln. Wenn du verstehst, was ich meine. Chair Sword. Ein schwarzes Dämonen-Pegasus mit neonroten Sportstreifen, ausgestattet mit dem Schließmuskelschredder 5000 und plus Trainer Fagetism. Das Grauen in Person. Nein! Bitte! Alles nur das nicht! Lauter! Mein ganzes Leben lang habe ich mich nur von Fotzenschleim und Stutenschweiß ernährt. Hart erkämpft, indem ich jede Stute angemacht und flachgelegt habe, die mir über die Quere lief. Es ist mein Lebenselixier, mein Ambrosia, sind meines Lebens. Mein Nektar der Götter der Sexualität. Es muss ein Segen und mein Fluch zugleich. Nur widerlegen mit unheiligsten Substanzen aller Zeiten und meine einzige Schwachstelle. Schwärmer! Und Seltenheit, die alabasterfarbene Einhornschönheit, Modedesignerin und Besitzer des lokalen Drehbuchkonsums. Seltenheit? Erstmal danke an Till für die letzte Rolle. Das ist ein Klammer, die musst du nicht lesen. Das ist jetzt wieder nicht wahr. Nur vor Ort sind gute Besserungstüffler. Jo, Priscilla, dich nicht einfach nur so rum
Bitchen, mein Bruder gleich dein Butznicker bekommt der Seltenheit fette Kostüm für Bicker. Pants. Oh Mann. Oh, wo alles schick, schick, dann damn sick und volle Fläche, Bitch. Jo. Jo. Und den ganzen Scheiß, Wuhu, ich bin grad voll drauf, Alter. Und zu guter Letzt, Flatterscheu. Das Kanariengelbe Pegasus mit dem Hang zu Nekrophilie. Oh. Hallo. Ich erinnere mich. Wir üben alles sehr hart für das kommende Sonnenwendfest. Und alle geben ihr Bestes. Ich bin Flatterscheu. Aber du, kleines Vöglein, du warst ein ungezogenes Tierchen und musst bestraft werden. Doch wie Zwielig vorher gesagt, taucht Feuchtrampstute aus ihrem Exil auf. Mit Celestia verschwunden liegt es nun an diesen 6 kleinen Pferdchen, Feuchtrampstute aufzuhalten. Wie? Die heiligen Artefakte. Die Feuchtrampstute schon vor 1000 Jahren eins aufhielten. Die Elemente der Harmonie, versteckt im ehemaligen Schloss der Prinzessin. Die verborgen immer frei Forst, liegt das Schloss bewacht von feuchtraumbösen Untertanen. Werden unsere sechs Feuchtraumstude besiegen, wird alles wieder gut. Erfahrt es jetzt in unserer heutigen Folge von Höllenparodie mit dem Namen Feuchtraumstude besiegt, alles wird gut. Komm. Nein? Soundcheck, Zwielichtfunke. Ja, hier. Ja.